Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Immortals Phoenix Rising. Ja, ich habe mir mal einen Kaffee gemacht, also vielleicht hilft das, dass es nicht mehr ganz so verpeilt wird wie das letzte Mal. Problem ist nur, dass es so ist, dass man den Kaffee natürlich auch trinken muss. Und er ist noch ein bisschen heiß, ich habe nur ein paar Mal dran genippt und ja, ist halt so ein Ding halt. Mal gucken, wie es heute läuft. Aber ich bin zuversichtlich. So, wir wollen hierhin, wir wollen das mystische Zeitrennen machen, um hier oben die mythischen Herausforderungen abzuschließen. Und wir wollen auch die epische Truhe hier machen, in der Hoffnung, dass das auch irgendwie dazu zählt. Ich nehme an, laut Namensgebung natürlich nicht, aber das werden wir noch sehen. Und das Zeitrennen hier vorne wird ätzend. Traumhaft. Naja, mal gucken, was so abgeht und was wir noch alles so erleben. Wir wollen noch die Lyren machen. Wir haben noch ein paar offene Lyren. Oh Gott. Ja, mal gucken. Ich kann noch nichts Genaueres sagen. Wir müssen wahrscheinlich dort hoch und dann rüberfliegen. Das könnte spaßig werden. Oh, das könnte wichtig werden hier. Wir haben genügend Ausdauer und so. Das könnten wir schaffen. So, da könnte wieder so ein Geisterritterkram sein, oder? Oder auch nicht. Dann halt so. Ist das Ganze zu laut? Nö, nee, passt schon, oder? So, hier, Hammer-Time. Ja, bleib mal locker. Ey, die schreien da rum. Machen da wie wild. Da ist er schon weg. Traumhaft. So ist es. So, wo müssen wir hin? Darüber fliegen wahrscheinlich. Ja, ganz da hinten hin. Das kriegen wir hin, oder? Ich hab da schon so eine Idee. Auf geht's. So, wir müssen uns den Quatsch ja hier nicht geben mit hier durchfliegen. So, da wir ja den hier machen können. Sage ich jetzt mal so. Naja, so halbwegs zumindest mal. Nein, nein, was mache ich? Das war schlecht. Oh Gott, das wird nix. Ja, naja. Komm, Ausdauertrank. Komm, mach was. Wo muss ich hin? Irgendwo dahin. So irgendwie kann es laufen. Hier, das ist Weltklasse gemacht, oder? Fast. So ungefähr soll man es machen. Also ihr könnt dann natürlich links vorbei abkürzen. Eigentlich kann das da ja jeder. Das ist jetzt, war jetzt nicht so super geil, was ich da gemacht habe. Ihr müsst also nicht da durch die Felder da durchfliegen. Anscheinend kann man das, muss man das oder es hat noch was mit einem anderen Rätsel zu tun. Natürlich bekommt ihr da noch mehr Aufwind und so, das macht schon Sinn. Aber ja, ihr habt es ja gerade gesehen. Ja, kann auch in die Hose gehen oder, wie gesagt, hat auch mit einem anderen Rätsel zu tun. Da vorne ist ein Cerberus oder zumindest mal irgendwas Ähnliches, irgend so ein Hund halt. Den machen wir weg, weil die, glaube ich, auch in der wöchentlichen Herausforderung hier bei Ubisoft Connect drin waren in der letzten Folge. Und Geisterritter und so, das sieht gut aus hier. Da machen wir die doch gerade. Können wir gleich auch noch gucken, ob die dann gewertet wurden. Ja, 67 haben wir jetzt hier erledigt, Herausforderungen. Wunderschön, als Zeitrennen zählt auch dazu. Glaube ich, oder? Waren ja 7. Müsste ich nochmal gucken, ob ich mit 66 gestartet habe. Ich glaube aber schon. Ich glaube relativ sicher. So. Und dann sieht das doch echt passend aus, sage ich mal. So, wunderbar. Eventuell bringt uns das da noch was. So, und jetzt gucken wir uns die Truhe an, die hier noch offen ist. Vielleicht hatte die ja sogar was mit diesem, mit diesen Lasern da zu tun. Hier wäre noch Ambrosia und hier halt, ah, das ist eine kleine Truhe, Quatsch, da wollen wir hin. So, gucken wir uns einfach mal an, ob ich da was machen kann oder nicht. Mal sehen. Ach, die scheint da oben vielleicht in dem Turm drin zu sein, oder? Ne, ist weiter weg und ist auch weiter unten. Da unten, das lächelt mich noch so an. Das da. Oder einfach hier hinten dran irgendwo. Nicht jetzt? Ah, da unten. Hier. Okay, da holen wir uns das noch mit. Hier. So, hier vorne scheint das wohl zu sein. Da müssen wir wohl auch irgendein Rätsel lösen. Da gucken wir uns auf jeden Fall jetzt die oben die Zahl an. Da sind wir jetzt bei, wie gesagt, 67. Mal gucken, ob die Truhen dazu zählen oder nicht. Und das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Herausforderungen. Ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen. Das wäre eigentlich zu krass. Weil die normalen Dungeons, wenn die als Herausforderung gelten würden, als mythische, da hätten wir ja da schon einen Punkt. Und da ist ja oft auch so eine Truhe drin. Da hätten wir ja 2 Punkte gemacht. Und da müsste ich eigentlich schon wesentlich mehr haben. Ah, da müssen wir entzünden. Okay, das kriegen wir hin, oder? Oh, okay, aber nicht, wenn noch Feinde rumlaufen. Moment. Ach so, da liegt noch einer rum da unten. Hat nicht gereicht, okay. So, komm, jetzt nerv nicht rum. So, jetzt aber. Blaue Pilze müssen wir noch sammeln. Da fliegt er. Tschüss.
So, und jetzt gucken wir mal, dass wir das da hinbekommen. Einfach auf beiden Seiten die abknallen, oder was? Ah, und oben auch noch, sehe ich gerade. Oben war auch noch was. So, das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit des Ganzen, dass man oben den nicht vergisst. Oh, nein, und dass man auch trifft. Okay. So, da gehen wir mal hier rein. So, ist schon besser. Und da oben den. Oben links, oder was ist das? Rechts. Waren das wirklich alle? Nein. Da ist wohl noch irgendwo. Oh, wahrscheinlich oben links auch noch. Oder? Ja, genau. Das war's. Und jetzt können wir da oben rein. Und dann kriegen wir die Truhe, was auch immer das für eine Truhe ist. Und jetzt gucken wir mal die Herausforderungstimer hier an. 67, steht da jetzt eine 68, wäre das mega. Aber ich denke, da steht immer noch 67. So, wunderschön, Ziegenatem bekommen. 68, 68, nein, ja, war klar. Ja, jetzt ist halt noch die andere Frage, zählen die Tartarus-Gewölbe? Ja oder nein? Was meine ich? Müsste ich auch schätzen. Naja, gucken wir einfach mal. So, was hätten wir denn noch an Tartarus-Gewölben? Lyren wissen wir ja. Tartarus-Gewölbe, was haben wir denn da Schönes? Wo wir gerade so hin könnten, was vielleicht auch gut zu machen ist. Das hier vielleicht. Unerforschtes Gewölbe, traumhaft. Zwei Seiten der Charon-Münze. Schauen wir uns das Ding mal an. Und gucken, ob da eine Wertung stattfindet. Also kriegen wir ja auch wieder einen Transmog oder Ersatzmaterial dafür in dem Dungeon selbst. Plus halt eben eventuell eine mythische Herausforderung. Das müssen wir halt mal gucken. Was musste ich eigentlich da die Woche erledigen? War das Kerberos und wie hießen die anderen Viecher wieder? Keine Ahnung, Chimären oder sowas. Kann das sein, dass ich das machen musste? Werden wir sehen. So, wunderbar. Wir brauchen ein paar Schwertangriffe, um uns hier Ausdauer zu regenerieren. Damage stimmt auf jeden Fall. Wunderschön. Es ist ein Träumchen. Ich hoffe, dass die Herausforderungen hier zählen, also die Gewölbe wenigstens, dass man da ein paar Punkte gut machen kann. Das wäre schon relativ wichtig. So, hier wunderbarer Parry, wie ich finde. Und nochmal, jawohl. Und da gibt es direkt einen Konter-Move. So, dann gehen wir mal hier rein, wunderschön. Zwei Seiten der Charon-Münzen. Guten Tag. Oh, okay. Was muss ich machen? Hallo? Einfach fliegen, oder was? Ernsthaft jetzt? Hä? Ach, okay. Na, das scheint aber machbar zu sein. Ich muss nur eine gewisse Höhe anscheinend hier irgendwann irgendwie hinbekommen und dann kann ich da ja... Ah, das sind rote Felder, das ist schlecht. Okay. Mal gucken, wie das jetzt so läuft. Und ich sollte vielleicht meinen Dungeon-Gear wechseln. Gear wechseln, ganz kurzer Moment, dass ich da mehr Ausdauer habe und so. Habe ich euch ja schon gezeigt in einem der letzten Parts. Das war hier Betäubung und Schaden im Tartaros und hier war es halt eben Ausdauerverbrauch in Gewölben. Ja, wunderschön, das könnte wichtig werden. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder irgendwo hinballern. Ah, achso, klar, wieder zurückfahren, logisch. Und wir sollten uns auch hier mal umsehen oder sowas. Ups, das wollte ich gar nicht. Hilfe, nein, was mache ich? Das wollte ich machen. Ich mache ganz komische Dinge. Okay, der fährt eh zurück. Also da passiert ja jetzt nichts. Ich muss aber diese blöden Markierungen... Muss ich die wegmachen? Nö, eigentlich nicht. Hä, muss ich nur hochfahren? Das wirkt ja jetzt super easy. Das kann ja nicht sein. Wahrscheinlich wird das gleich mal ein bisschen schwieriger. Genau, hier an der Stelle jetzt vielleicht. Dass ich ihn jetzt wieder zurückschicken muss oder so. Hier an der Stelle fällt... Okay. Das war, glaube ich, jetzt so eine, in Anführungszeichen, schwierige Stelle. Ihr müsst den zurückschicken und dann läuft das. Und was ist da? Das ist doch ein... Okay. Wo ist hier Feuer? Wo in Gottes Namen ist hier Feuer? Das brauchen wir doch sicher, oder? Egal, ich mache jetzt was anderes. Und zwar unser Shidi-Bidi-Trick. So, hier den da. Und dann war es das ja schon. So, das wissen wir ja. Oh, okay, hier wird es schwieriger. Hier haben wir auf jeden Fall gespeichert. Hier irgendwo war ja die Kiste links. Gucken wir mal, was abgeht. Wir können die Kisten aufheben. Brauchen wahrscheinlich jetzt so ein... Na, jetzt wird es wahrscheinlich so ein Rätsel von wegen, wir brauchen Kisten irgendwo. Oder? Ziemlich sicher.
Ich hole die jetzt einfach schon mal so mit. Die liegen ja nicht umsonst darum. Nehme ich mal stark an. Vielleicht hat es auch genau mit der Höhe hier zu tun. Keine Ahnung. Oder sie werden jetzt runtergeworfen. Oder ich muss sie vorher runterziehen von den Plattformen. Wie auch immer. Wir schauen uns das Ganze mal an. Fahren hier rüber. Mhm. Wo war die Kiste? Achso, ne, die sehe ich ja hier. 37 Meter hier in der Nähe. Okay, hier hinten dran. Vielleicht ist es das schon, dass ich einfach hier an der Stelle sonst nicht durch kann, wenn ich die nicht ranziehen kann oder sowas. Das könnte es echt schon gewesen sein. Ah, ne. Okay. Ah, okay. Und hier haben wir das Feuer. Und das könnte jetzt wichtig werden. Und da unten... Mal gucken. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Also, wir schießen durchs Feuer, durch das Fenster. Hier runter. Ich hoffe, das Feld hier macht mir nichts aus. Und entzünden das hier. Und das war's schon. Easy peasy, würde ich sagen, oder? Das war nicht schwer. Man muss nur die Fackel gesehen haben. Montur des dunklen Sieges. Und wie gesagt, also die Optik bekommen. Und hier kommen wir auch hoch. Easy. Warum habe ich dann die Felder da gebraucht? Gut, egal. Wie kriege ich das jetzt hier angeschossen? Eventuell ist hier auch... Achso, vielleicht auch wieder durch diese... Also das, was wir gerade gemacht haben im Prinzip. Wahrscheinlich ist es so, oder? Genau, den da hinten müssen wir treffen. Und dann fährt das wieder hoch. Da hinten war ja so... Das Ding da. Und dann fährt das wahrscheinlich hoch, nehme ich an, oder? Ja, so ist es. Okay, 2-Sterne-Herausforderung. Hallo? Okay. Easy, oder? Habe ich wirklich an alles gedacht? Also das war ja geschenkt, oder? Also nicht, dass andere Gewölbe nicht auch geschenkt wären, aber das hier war krass geschenkt, wenn man... Klar, aber es ist wie immer. Sieht man die Fackel, ist es super easy. Sieht man die Fackel nicht, denkt man, was geht ab und versucht irgendwas mit den... mit den Steinen da rumzumachen oder sowas. Sucht irgendwelche Plattformen oder so. Da kann man ganz schnell auch auf eine falsche Fährte gelockt werden oder sowas. Oder jetzt hier an der letzten Stelle so, oh, ich muss dran denken, dass ich den zurückliegenden Pfeiler da anschieße und sowas. Das könnte genauso. Also kann man mal so hängen, aber dafür ist es eigentlich zu klein und zu unverwirrend. Aber ja, egal. Und wir sind immer noch bei 67, also auch das zählt nicht. Das heißt, die ganzen Tartarus-Gewölbe sind wirklich nur noch für Equip, Blitze und Verbesserungen und so weiter da. Für sonst nichts, das ist nicht so cool, muss ich sagen. Schade. Dann haben wir halt noch die Lyren. Okay, Lyren machen. Da haben wir eine Lyra. Gehen wir mal dorthin und dann machen wir die noch als letztes für heute. Ambrosia und Lyra abkassieren. Wahrscheinlich müssen wir dort eh noch mehrere Rätsel machen. Und dann wären wir bei 68. Dann brauchen wir noch 12 Stück. Das ist natürlich schon nicht ganz unstramm. So. Ich glaube nach Westen. Ja, genau hier. Ich markiere es mal so mit dem Ambrosia da. Aber trotzdem, ich denke, dass mit den zwei Seiten einer Charon-Münze dieser Dungeon, das wird auch nicht jeder direkt so auf Anhieb alles checken und dann könnte das doch schon helfen. Hier haben wir auf jeden Fall auch irgendwelche Branddinge. Oh, da hinten, das wird heftig. Oh nee. Oh Gott. Zu viel Gewölbe, zu viel Dingens, zu viel Nervkram. Das könnte jetzt richtig... Ja, da hinten sieht man es ja schon. Da müssen wir auch irgendein Rätsel lösen und machen und tun. Und Ambrosia ist wo? Da unten irgendwo? Echt jetzt? Will ich da runter? Oh nö. Hä? Und... Hä? Wie zeigt der mir das auf der Karte an? Also wirklich hier runter, oder was? Oh ne, das geht in die Hose. Ah, ne, doch, da ist es. Wunderschön, da holen wir es mit. Dann ist das nämlich auch erledigt. Achso, ne, das müssen wir einsammeln. Einsammeln. Verteidigungserhöhung, Leben ist ja schon voll. Wunderschön, hoch geht's wieder. So, Ausdauer kassieren, hochspringen. 60 Meter hochklettern. Easy peasy, würde ich sagen. Ganz, ganz easy aus dem Handgelenk. Kein Problem. Und dann lösen wir das Rätsel mit der Lyra, machen die Lyra und ja, holen uns noch die Charon-Münzen ab. Göttliche Fertigkeiten und irgendwelche anderen Sachen können wir dann noch verbessern mit den Charon-Münzen. Aber denkt immer an die zwei Seiten der Charon-Münzen, ne? Ist klar. So, was ist das hier? Süß. So, und da sind wir wieder oben. Wunderschön war das. Komm, lass los. So, und jetzt dieses Rätsel hier lösen. Hm, was wollen sie von mir?
Zuerst wollen sie mal Gegner von mir. Da haben wir auf jeden Fall die Schatztruhe drin und auch wahrscheinlich die Lyra drin. Ich sehe sie nur nicht. Ah doch, nee, das ist die Lyra da drin. Das ist gar nicht die Schatztruhe. Okay, alles klar. Jojojo, bleibt mal ganz locker. Geht in die Fallen. Geht in die Falle. Ah, da müssen wir was schwer... Ah, Gewichte müssen wir da hinbringen. Das könnte uns liegen, da wir ja natürlich schon fortgeschrittene Fähigkeiten haben und ich einfach das Gewicht eventuell heranziehen kann. Hier oben von den Stellen, wo man diese Lasertür da gesehen hat. Diese abgesperrte Tür da. Müssen wir mal gucken jetzt. Komm, was ist mit euch? Nee, komm, ist mir jetzt zu doof. Ah, denen aber auch anscheinend. Super. Ha, geblockt. Aus dem Sichtfeld heraus geblockt. Es ist ja Wahnsinn. Also ohne Sichtfeld oder wie auch immer. So. Hier hoch. Schwere Gewichte holen, die ich einfach ranziehen kann. Jo, das geht klar, oder? Die ziehe ich... Also ihr müsst natürlich hier anders machen mit leichten, schweren Gewichten hin und her schieben und so. Für mich ist das jetzt ein bisschen leichter, logischerweise. Ah, da ist noch so ein dicker. Da wäre das leichte Gewicht gewesen. Habt ihr das gesehen? Ich habe es aus Versehen den Berg runtergestoßen. Alles klar. Ich hoffe, ich brauche es nicht gleich noch. Sonst müsste ich es holen gehen. Wäre bitter, aber ich glaube, ich muss nur zwei Schwere da unten reinballern. So, was ist dann mit dir da hinten? Jo, ja. Ah, das wird aber auch gehen. Ganz kurzer Moment. Ach so, stimmt. Oh, nee. Also zwei Dinge. Oder drei Dinge sogar. Was natürlich auch geht. Jetzt seht ihr praktisch alle Lösungen. Einmal mit dem Ranziehen. Einmal sollte man sein normales Equip nutzen. Und dann haben wir hier noch Phosphor gilt als schweres Objekt. Auch das ginge. Ihr könntet hier durchjumpen. Einfach ein Feld da reinlegen. Und das andere dann mit dem Phosphortausch machen. Da müssten eigentlich die Laser weggehen. Super, machen sie nicht. Dann habe ich ein Problem. Oh jo, ich habe ein Problem. Ich hoffe, ich komme hier nochmal raus. Oh, so nicht. Habe ich jetzt mein Leben aufgebraucht? Nee, irgendwie nicht. Hä? Warum komme ich hier gar nicht mehr raus? Ich hätte gern Ausdauer. Nochmal vielleicht. Der ist da ziemlich aggressiv unterwegs, der Kollege. So, jetzt sind wir aber da und jetzt kann ich hier rein. Okay. Also, das waren die möglichen Lösungen. So. Und was ist mit dem eigentlich da draußen? Was will denn der von mir? Chillt da sein Leben? Oh, jo, alles klar. Hä? Gut, der Fels war natürlich auch heftig, den er jetzt geworfen hat. Da kann man mal dran sterben. Okay, also ihr habt wirklich alle scheinbaren Lösungen gerade gesehen. 1, 4, 1, 3. 1, 4, 1, 3. Also. Komm. 1, 4, 1, 3. 1, 4, 1, 3. Das sollten wir hinbekommen. Und die Truhe noch mitnehmen. Sehr schön. Jo, da haben wir doch nochmal was erlebt. Wunderbar. Traumhaft. Und war mir jetzt wirklich, war mir eine Ehre, das so zeigen zu können, als dass man jetzt wirklich die drei Lösungsmöglichkeiten sozusagen gesehen hat. Einmal mit dem Ranheben, wenn ihr schon so das drauf habt. Ansonsten hier oben habt ihr ganz kurz gesehen, wo das leichte Ding war. Dieser leichte Stein, ihr könntet auch sicher von sonst wo so einen leichten Stein besorgen. Da so ein Baumstamm, der da hinten rumliegt oder sowas, dort oben nutzen. Würde normalerweise auch gehen, wenn man ihn nicht gerade zerstört, sowas mit hochheben und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid. Also ich denke, es dürfte nicht so krass sein. Wir wollen natürlich die Lyra noch lösen. Da gehen wir hier hin. Und dann haben wir 68 von 80 abgeschlossen. Krass. Also noch 6 Folgen, Pi mal Daumen, 7, 8 Folgen, je nachdem, wenn noch was Schweres dabei ist. Bis man da relativ gegen Ende so kommen, sage ich mal. Plus noch vielleicht anderen Kram, den wir machen. Also auch noch manchen Dungeon und so. Also Tartarus-Gewölbe und so. Wir haben noch zu tun. Gib mir eine Belohnung. Wunderschön. Können wir aufleveln. Traumhaft. Ja, das sehen wir uns im nächsten Part im Altar der Götter. Heißt das Ding überhaupt so? Doch, ich denke schon, oder? So hieß das doch immer. Altar der Götter, oder? Ja, oder Halle der Götter. Dort sehen wir uns. Da werde ich wieder ein bisschen aufwerten, mal gucken, was wir da dazu bekommen haben und so weiter, jetzt mit den Charon-Münzen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, dann machen wir an der Stelle weiter, werden weitere Geheimnisse lüften, alles querbeet so machen. Macht auf jeden Fall richtig Laune. Ich wünsche euch was und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Ciao.